man diese Saison noch toppen? Auf dem Weg zur Grid World Series erwartet uns noch mehr Action, noch mehr Drama. Und das alles hier bei der WSR. Weiter geht's nach Indianapolis. Und das wird ohne Zweifel sehenswert, Kristen. Das darf man echt nicht verpassen. Die Grid World Series ist zum Greifen nah. Und ich glaube, es wird einen heftigen Kampf um die Qualifikation geben. Das ist sehr nah. Ich glaube, ja, das wird definitiv ein Überholmanöver. Sachte. Okay, richtig so. Sehr gut. Und weiter geht's. Okay, du hast natürlich viele Möglichkeiten, den Windschatten zu nutzen. Fahr nah hinter deinem Vordermann und halte die Geschwindigkeit. Noch zwei Runden zu fahren. Thank you.
Hey, weiße Flagge, weiße Flagge. Los, zieh an. Über die Ziellinie. Serious. Legen wir also gleich los mit dem Finale. Halten Sie Ihre Regenschirme fest, es ist Zeit für ein Rennen. Geniale Überholmanöver, das lief richtig flüssig. Hier wird gnadenlos mit ausgefahrenen Ellbogen gefahren. Einer der Fahrer kommt vom Asphalt ab. Das wird Zeit kommen. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Updates für Kollegen oder Rivalen geben, wenn du willst. Thank you.
Saison. Du wirst die Grid World Series dominieren. Der Sponsorenvertrag steht schon fest. Jetzt kommt es nur noch auf dein Können an. Nach diesem Dreher so ein elektrisierendes Finish abzuliefern. Bei diesem Rennen und dieser WSR-Serie wird uns viel in Erinnerung bleiben. Was kommt als nächstes? Also für diejenigen, die gut genug waren, bis hierher zu kommen und die Spitze der Rangliste zu erobern, kommt als nächstes die Grid World Series. Die WSR ist der Härtetest. Die Grid World Series, die echte Herausforderung. Dort treten die besten Fahrer der Welt in den verschiedensten Disziplinen an, um den ultimativen Rennfahrer zu küren. Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen, Kristen. Während es in der WSR heute so langsam wieder ruhig wird, werden in der Grid World Series die Motoren angeworfen. Und man macht sich bereit für die spannendste Renn-Action, die es gibt. Und wir sind natürlich live mit dabei.